Zwar ist irgendwann auch nicht mehr die Arbeit wert. Deshalb gibt es das Texture Pack nicht mehr. Also wahrscheinlich irgendwo im Tiefen meiner Festplatte habe ich noch die Dateien. Vermutlich. Wenn ich die nicht auch noch irgendwo einfach gelöscht habe. Weil grundsätzlich, ja, war es jetzt ja auch nichts Besonderes. Wasser haben wir. Lava haben wir. Eigentlich brauche ich nur noch Diamanten, Obsidian. Nee, Obsidian nicht, Diamanten. Vielleicht noch ein bisschen Lapis Lazuli. So, ist eigentlich schon was gewachsen am See. Das Texture Pack ist eines dieser vielen Dinge, die einfach mal ausgestorben sind. Irgendwann mal angefangen haben und ausgestorben. Guck mal, selbst Zuckerrohr haben wir hier. Höhlen einge. Oh! Eisen hätten wir zum Beispiel auch schon. Leder braucht man übrigens für ein Buch. Bekommt man ganz einfach. Und zwar nicht so. So haben wir zum Beispiel schon mal zwei Leder. Ich muss zurück an Land. Und dann schlafen. Es ist wieder warm. Ja, warm ist es die ganze Zeit. Nee, aber es ist auch wieder hell. Tatsächlich, also Bäume droppen jetzt wohl auch Sticks. Für alle, die also schon lange kein Minecraft mehr gespielt haben, Bäume droppen auch Sticks. Fortschritt. Also nicht, dass Bäume auf Sticks droppen, das wahrscheinlich auch, aber auch die Errungenschaft.
Ja. Ah, oder Fortschritt heißt es ja jetzt. Ich hab nur was fallen lassen. Glaube ich. Ich glaube, ich habe das Zombiefleisch irgendwo reingeworfen. Oder auf alle Fälle weggeworfen. Ist egal. Ich brauch's eh nicht. Komische Fledermaus hier. Wo war denn jetzt der Höhleneingang? Hier hinten, ne? Wieder ein ein Creepermann kommt. Ach, ist schon Ende. Null. Gut, Eisen haben wir auch. Auch hier irgendwie gerade ziemlich lange. Ich glaube, ich muss doch noch mal ein paar unschuldige Schafe scheren, töten. Leider. Tut mir ja leid. Außer dass das Schaf braun ist, ist auch nichts Besonderes. Es waren zwei Hühnchen, die ich paaren können. Naja. Was soll's. Oh. Vielleicht sollte ich noch sowas wie eine Truhe bauen. Das ist so ein Ding, wo man Items reinwerfen kann. Oder ein Fass. Fass ist nämlich das hier. Hallo, willkommen zurück. Ich glaube, Fass ist sogar noch besser. Aber ich kann es ja mal daneben packen. Das ist eine Truhe, das ist ein Fass. Das ist eine Truhe, das ist ein Fass.
Endeffekt habe ich auch keine Ahnung, was besser ist. Zuckerrohr. Können wir da drin lassen. Ich kenne das fast nicht. Ja, das ist im letzten Update dazugekommen, also bei dem letzten größeren Update. Aha, hier gibt es beide Pilzsorten. Das ist ganz gut. Falls es überhaupt wichtig ist, wenn man beide Pilze braucht. Vielleicht haben sie es ja auch wieder geändert. Nee, das haben die zum Glück nicht geändert. So, einfach mal da ein bisschen was klauen. Es war auch dunkel. Was ist hier so dunkel? Okay. Ich hätte fast gesagt, der Pilz ist wieder gewachsen, aber ich glaube, es ist zurückgebackt. Das war der Räucherofen. Kann ich gleich nochmal zeigen. Ist auch im letzten Update dazu gekommen. Ja, siehst du, da kann ich ja nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Oh, hoppala. Und zwar kann man damit Essen. Essen. Essenz. Ne, Essen kann man damit schneller zubereiten. Also den normalen Ofen gibt es immer noch. Der ist nicht weg. Aber mit dem Räucherofen kann man Essen schneller zubereiten. Warum ist ganz gut da oben, weil da finde ich wieder zurück zum Haus. Hier, das ist der Räucherofen. Also sonst funktioniert es wie ein normaler Ofen, nur das Essen wird schneller gebraten. Das ist der Ofen, kennt man ja, und das ist halt die Werkbank, muss ich hier nichts zu sagen. Gibt natürlich auch jetzt zum Beispiel ein Lagerfeuer neuerdings. Wie macht man das nochmal? Moment. Ich sollte gleich schlafen wieder gehen hier. Du kannst nur nachts schlafen. Hab ich noch normales Holz? Ja. Da kann man nämlich auch Essen braten. Nein, das geht nicht zum Haus rüber. Lul. Nicht festbacken. Das wäre sonst ganz ungünstig. Ja, gut. Ich hatte das Ding ja auch schnell zusammen, weil der Räucherofen, den kann man ja ganz schnell zusammen craften.
Ja, weil Holz kriegt man ja ganz schnell zusammen. Ja, Armbrust gibt es allerdings auch. Ist die hier. Eisenbarren, den Haken, Stock und Faden. Das ist die Schüssel, die brauche ich auch schon mal. Naja, dumm. Müssen wir noch mal ein paar Tiere schlachten, um das zu zeigen mit dem Lagerfeuer. Da haben wir ja ein Schwein. Ein Schwein ist ja eh nicht so nützlich. Weiß gar nicht, ob das da auch noch mal schneller ging durchs Lagerfeuer. Ich glaube, man brauchte da auf alle Fälle keine Kohle. Wobei das Lagerfeuer, glaube ich, mit Wasser auch ausgeht. Irgendwas war da. Auf alle Fälle. Autsch. Ja, ach ja, und man kriegt Schaden, wenn man drauf geht. Ja, die Schilder gab es ja schon vorher, das Schild. Das ist der Banner. Das Schwert. Ich glaube, das habe ich hier noch gar nicht zur Auswahl. Nee. Aber es gab es auf alle Fälle auch schon vorher. Müsste sonst ein bisschen Eisen mal in die Schmelze werfen. Hier übrigens, das geht nicht. Aber das geht. Ploppt dann nach einer Weile auf alle Fälle raus. Das braucht aber, glaube ich, ein bisschen länger. So, neue Rezepte. Genau, einen Schmiedetisch gibt es zum Beispiel jetzt auch. Das ist das Teil. Hier ist das Schild, genau, das gab es ja schon vorher. Das ist die Schere, die gab es ja auch schon vorher. Hier eine Laterne gibt es mittlerweile auch. Schilder zum Draufschreiben, ach so, Schilder zum Draufschreiben, ja, die gab es ja schon Ewigkeiten. Was sind denn die hier? Oh, das ist Fleisch. Uppala. Hallo Welt. Die gab es ja schon Ewigkeiten. Ein Haken, macht man noch mal einen Haken eigentlich? Neues Essen. Gibt es neues Essen? Ich glaube, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass es neues Essen gab. Was braucht man nochmal einen Haken? Wie macht man nochmal einen Haken? Problem ist, man sieht es halt nicht, wenn man es nicht machen kann, aber. Warum zeigt ihr mir denn die Tripwire Hook hier an? Also den Haken.
Ja, bei einer Vorlage, weil man die Banner jetzt anders macht. Stimmt, dafür brauchte man Gold Nuggets. Gefällt hier die Mitte. Ja, also ja. Das ist mal wieder so ein Update-Video hier eigentlich gerade, also beziehungsweise Stream. Video ist auch gut. Gut für YouTube später halt. Ja, Schere können wir jetzt mal rausholen. Spieltisch. So, damit man das hier mal sieht. Also das ist der Schmiedetisch. Nee. Das gibt's nicht. Ja. Schon den Schmiedetisch, der war noch gar nicht zu gebrauchen. Den gibt's halt erstmal. Gut. Wenigstens konnte ich ihn jetzt gerade nicht nutzen. Also gab es den, hatte der wahrscheinlich auch keinen Nutzen. So. Melde. Ich wüsste auch nicht, was Lapis-Rüstung, beziehungsweise Waffen, genauso wie Redstone-Rüstung und Waffen, bringen sollten. Aber einen Faden braucht der das Ding hier. So sicher bin ich mir auch nicht mehr, aber ich glaube ja. Oder ein Hebel. Braucht ein Schöpfer ja auch einen Hebel? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, Faden braucht er das Ding. Sehen doch auch anders aus. Kann man was mit dem? Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Ja, ich weiß jetzt nicht, was du da mit deiner Frage, was das jetzt aussagen soll. Das war jetzt keine Frage, keine vollständige. Was natürlich das Ganze etwas. Moment. Ich nehme mal kurz das. Nee, das nicht. Ja. Das Schild so in die Hand nehmen. Oh. Moment, konnte man das Schild nicht. Nee, das konnte man nicht. Oder man brauchte dann wieder eine Tastenkombi und ich hab das verkackt oder so. Nee. Kann man nicht wieder beschreiben dann, ohne dass man es abbaut.
Schmiedetisch einfach hier hin, der man den eh nicht nutzen kann. So, dann ist es Deko. Deko vor dem Haus. Kohleblock. Brot. Rahmen. Schlafen. Ich habe jetzt irgendwie an dem Tag gar nichts gemacht. Stimmt, es gibt ja noch eine Kreissäge. Wie heißt denn das Ding? Im Englischen hieß es, glaube ich, Stonecutter. Aber ich weiß jetzt nicht, wie der deutsche Name dafür ist. Bei den neueren Dingen kenne ich komischerweise die deutschen Bezeichnungen nicht, wie die Minecraft hier eingefügt hat. Nur wie die Leute von Minecraft das eingefügt haben. Stimmt, sowas gab es ja auch noch. Ich glaube, damit konnte man die verschiedenen Treppen und Stufen herstellen. Ja, so ein. Ja, keine Ahnung, wie das Ding jetzt auch wieder auf Deutsch heißt. Aber das gab's auch. Ich glaube, das war dafür da, um Items zu reparieren. Was man vorher mit einem Amboss gemacht hat. Ich glaube, da geht es nämlich mittlerweile nicht mehr. Ja, Steinmetz. Ja, kann sein, dass es so auf Deutsch heißt. Heißt es auch einfach das andere Ding Kreissäge? Ah ja, ich sehe schon, hier ist einfach nur ein Sumpfgebiet. Ich glaube, den Pilzchen können wir jetzt hier mal komplett abbauen. So einem Haus will man, Pilzhaus will man ja auch nicht wohnen. Gibt ja auch Leute, die bauen sich Häuser aus diesen Pilzblöcken, beziehungsweise einfach, ja, halt so ein, nee, das ist, glaube ich, noch so ein Fehler beim Generieren. War jetzt ein bisschen heftig. Und laut. Ja. Passiert. Ich glaube aber, die Säge war tatsächlich für die Steine. Weil das Ding hieß ja auch auf Englisch Stone Cutter.